sein, das muss gar nichts Religiöses gewesen sein. Der wird ja immer gleich als religiös verkauft. Ja. Muss nicht. Ja. Man muss beweisen können, man kann gar nichts beweisen, weil dann bräuchte man Funde. Soweit ich kenne das Gelände nicht, ich kenne Rudelsheim und so weiter. Wir stehen hier an dem Ort, an dem einst Rudelsheim aufgebaut war, das alte Dorf Rudelsheim. Rechts neben mir sind die Fundamentreste der Kirche seinerzeit noch zu sehen. Für mich ein sehr faszinierender Ort, der ja um die Jahre 1822 kurz folgende umgesiedelt wurde. Und als ich in meiner Jugendzeit das nebenliegende Feld beflügte, seit der Zeit fasziniert mich der Ort, denn da kamen Fundamentreste noch zum Vorschein. Und durch glücklichen Zufall habe ich den Herrn Kemmeder kennengelernt, der die gleiche Interessenlage an diesem alten Ort hat. Deshalb sind wir momentan dabei, die Geschichte weiterhin aufzuarbeiten. Herr Kemmeter, können Sie uns in wenigen Worten erklären, warum dieser Ort in den 1820er Jahren aufgegeben werden musste? Das kann ich. Also der Rhein hat im 18. oder schon im 17. Jahrhundert mehrfach sein Bett verlagert. Das hat ja auch Oppenheim schmerzlich zu spüren bekommen. Und hier bei Rudelsheim, was in einer geringen Distanz zum Rhein gelegen hat, waren die Hochwasser am Schluss so massiv, einschließlich einer gebrochenen Gundersblumer Schleuse, dass 1822 der ganze Ort bis zu den Dachtraufen unter Wasser gestanden hat und nicht mehr zu halten war. Weil das hieß ja auch, jedes Jahr verdorbene Äcker. Es gibt Berichte, dass Rudelsheimer Kinder in Dienheim betteln gegangen sind und dann ist mit Hilfe des Großherzogs von Hessen dann die Umsiedlung nach und zu dem heutigen Ludwigshöhe erfolgt.